Hallo Jasmin, heute habe ich von Daniela gehört, dass du meintest, Lukas trifft sich mit anderen Mädchen. Da wollte ich dich fragen, wie du darauf kommst. Hey, wie kommt Daniela darauf? Wo hat sie sich das denn rausgezogen? Das spielt doch keine Rolle. Laber einfach kein unnötiges Zeug, wenn du keine Ahnung hast. Was redest du eigentlich? Nerv mich nicht mit so einem Mist und Nila soll meinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Beide Kontakte haben sich blockiert. Hallo Jasmin, heute habe ich von Daniela gehört, dass du meintest, Lukas trifft sich mit einem anderen Mädchen. Da wollte ich dich nur fragen, wie du darauf kommst. Versteh mich bitte nicht falsch, kann auch sein, dass Nila es falsch verstanden hat. Hey Vita! Komisch. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber wir könnten uns ja treffen und darüber persönlich mit Daniela sprechen. Ja, gerne, das ist eine gute Idee. Ich melde mich, wenn ich die Zeit dazu finde. Okay, dann bis bald. Egal wie klein oder wie groß die Probleme sind, man sollte nicht alles übers Internet klären. Sätze können falsch aufgenommen werden, obwohl man es gar nicht so meint. Man sollte es viel lieber persönlich klären. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen.